Die Zeit fliegt und dabei bilden sich in unserer Haut sogenannte Zombiezellen, die für unsere Alterung verantwortlich sind. Anti-Aging und Better-Aging sind unsere Begleiter bei der Ernährung, dem Sport und der Hautpflege. Und bei der Komponente Hautpflege hat Avène eine neue Anti-Aging-Serie entwickelt, die sich mit dem Thema Zombiezellen und Seneszenz detailliert auseinandergesetzt hat. Mein Name ist Dr. Lies Martin. Ich bin Ärztin mit dem Schwerpunkt Haut und Ästhetik. Schön, dass du hier bist. Bevor ich in die Tiefe gehe, lass uns kurz über den Aufbau der Haut sprechen. Die Haut besteht aus drei Schichten: der Oberhaut, Lederhaut und dem subkutanen Fettgewebe. In der Lederhaut liegen wichtige Kollagenfasern, die das Bindegewebe ausmachen. Mit der Zeit verringert sich die Anzahl der Kollagenfasern. Die Haut wird dünner in den jeweiligen Schichten und an der Oberfläche bilden sich kleine Fältelungen. Ein weiterer Faktor spielt hier noch eine Rolle: die zelluläre Seneszenz. Gesunde und junge Zellen teilen sich so lange, bis ihre Telomere, eine spezielle DNA-Sequenz am Ende der Chromosomen, zu kurz wird. Wenn diese Sequenz zu kurz wird, hört die Zelle auf, sich zu teilen, um DNA-Schäden zu vermeiden. Diese Zellen, die sich nicht mehr teilen, aber dennoch stoffwechselaktiv sind und toxische Substanzen ausschütten, werden als Zombiezellen bezeichnet. Diese toxischen Substanzen können Entzündungsprozesse im Körper auslösen und tragen somit zur Entstehung von Alterungserscheinungen und altersbedingten Erkrankungen bei. Für diese Erkenntnis bei der Entwicklung der Hautpflege war Professor Jean-Marc Lemaître, auch bekannt als der Mann, der Zellen verjüngt. Die Pflegeserie von Avène hat drei Anti-Aging-Aktivstoffe: Hyaluronsäure, Niacinamid, also Vitamin B3, und Haritaki-Extrakt. Hyaluronsäure wirkt dabei aufpolsternd und hydratisierend. Es strafft und füllt die Haut mit Hyaluronsäure auf. Niacinamid wirkt gegen die Seneszenz, indem es die Zellen stimuliert und die Lebensdauer verlängert. Der Haritaki-Extrakt wiederum hat eine hemmende Wirkung auf die Zellalterung. Dadurch ist der Name der Pflegeserie zusammengesetzt: Hyaluron wegen der Hyaluronsäure, Aktiv wegen der Zellregenerationswirkung und B3 wegen dem hochkonzentrierten Niacinamid, also dem Vitamin B3. Dafür gibt es eine Tages- und Nachtcreme sowie ein Serumkonzentrat und eine Augencreme. Schauen wir uns die Anwendung der vier Produkte im Detail an. Starte mit dem aufpolsternden Serumkonzentrat. Dieses wird morgens oder abends mit 1 bis 2 Tropfen auf dem Gesicht, dem Dekolleté und Hals aufgetragen. Das Serum kann alleine verwendet werden oder im Anschluss mit der zellerneuernden Creme. Verwende die zellerneuernde Creme also nach dem Serum und trage sie ebenso auf deinen Hals- und Dekolleté-Bereich auf. Mit ihrer 0,2%igen Konzentration an Hyaluronsäure und 6%igen Konzentration an Niacinamid wirkt sie der Hautalterung entgegen. Die Creme ist auch eine ideale Make-up-Grundlage. Für die Augenpflege kannst du die Hyaluronaktiv B3 dreifach korrigierende Augenpflege nutzen. Diese wird morgens und abends aufgetragen. Übrigens auch geeignet für die Lippenkontur. Für die Nacht ist die Hyaluron Aktiv B3 Multi-Intense Nachtcreme entwickelt worden. Am Abend wird diese alleine oder nach dem Serum mit 2 Pumphüben auf das Gesicht, den Hals und den Dekolleté-Bereich aufgetragen. Übrigens, du kannst die Produkte initial leicht verteilen und dann vorsichtig auf deine Haut einklopfen. Dies regt auch die Durchblutung an. So, jetzt hast du etwas über die Seneszenz, die Killerzellen und die Hautpflegelinie Hyaluron Aktiv B3 gelernt. Und wenn du Fragen hast, schreib diese gerne in die Kommentare. Bis ganz bald.